Hallo meine Lieben und willkommen zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 2. August bis zum 8. August 2021. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist. Und falls du ganz neu bist auf meinem Kanal, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vor uns sehen wir sozusagen 4 Tarotkarten und diese geben uns einen groben Einblick in die nächste Woche. Das ist sozusagen die Hauptenergie, darum geht es im Großen und Ganzen. Damit werden wir konfrontiert. Ich werde dann natürlich, so wie immer, auch noch weitere Karten dazu ziehen, damit wir noch nähere Hinweise bekommen. Und das Orakel abschließen werde ich, so wie immer, auch mit den Astrowürfeln. Okay, das Tarotdeck, was ich jetzt hier benutzt habe, das ist das ätherische Visionen-Tarot. Ich habe jetzt hier allerdings die englische Variante. Genau. Okay, ich wollte jetzt auch sagen, dass wir sofort beginnen. Eine Sache noch vorneweg. Du weißt, es ist eine allgemeine Legung. Es muss nicht unbedingt auf jeden von euch zutreffen. Ja, also falls du dann feststellen solltest, es war nicht wirklich stimmig, ich fühle mich nicht angesprochen, es ist nichts eingetroffen, dann war es auch nicht deine Legung. Es könnte ebenfalls genauso sein, dass nur ein Teil der Legung zutrifft und der andere Teil eben nicht. Ja, also wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung, ne? So, ich würde jetzt sagen, wir fangen an, aber bevor wir beginnen, muss ich mal ganz, ganz kurz das Fenster zumachen, weil draußen ist erstens sehr, sehr windig und zweitens gibt es auch welche, die gerade ein bisschen Lärm machen. Deswegen schließe ich mal eben ganz kurz das Fenster. So, okay, jetzt bin ich wieder da. Okay, und ich wollte sagen, wir fangen jetzt auch an mit der ersten Tarotkarte für die nächste Woche. Und da haben wir jetzt hier den Ritter der Schwerter. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr schnelle Energie. Bei vielen von euch spüre ich, dass es da auf jeden Fall darum geht, dass man sehr, sehr schnell ein gewisses Ziel erreichen möchte. Es geht darum, dass man irgendetwas haben möchte. Es geht darum, dass man irgendwas erreichen möchte. Aber das auch auf jeden Fall auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr zügig auch so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall ist das schon mal eine Energie, die ist sehr schnell, sehr zügig. Aber der Ritter, das Schwert, das steht auch oftmals so ein bisschen für eine frostige Stimmung, für eine eisige Stimmung, für eine aggressive Stimmung. Ne, das ist so diese Angriffsenergie. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Und da haben wir jetzt hier den König der Stäbe. Der König der Stäbe, das ist natürlich jemand, der möchte natürlich auch ein gewisses Ziel erreichen. Manchmal sogar auch ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass der König der Stäbe jetzt immer so ist, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass es wirklich die Energie sein wird, die uns in der nächsten Woche begleitet. Also wie ich ja eben schon angedeutet habe, geht es hier auf jeden Fall darum, dass man sehr, sehr schnell ein gewisses Ziel erreichen möchte, beziehungsweise dass man sehr, sehr schnell irgendetwas haben möchte. Was auch immer das ist bei jedem von euch jetzt unterschiedlich, das wirst du jetzt dann am besten wissen. Es könnte ebenfalls sein, dass ganz, ganz zügig und unverhofft eine Person auf uns zukommt, die entweder ein Löwe, Schütze oder Widder ist oder einfach diese feurigen Eigenschaften an sich hat, sozusagen. Das könnte jetzt hier ebenfalls der Fall sein. Aber so vom Grund auf spüre ich eigentlich schon, dass das die Energie ist, die uns in der nächsten Woche begleitet. Das ist natürlich eine sehr, sehr feurige Energie, eine sehr leidenschaftliche Energie, aber natürlich auch eine selbstbewusste Energie. Also bei vielen von euch, das spüre ich auch, ihr wisst ganz genau, was ihr wollt. Ja, und das wollt ihr auf jeden Fall auch erreichen. Ne? Vielleicht sogar auch koste es, was es wolle. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Und da haben wir jetzt hier den Ritter der Münzen. Okay, der Ritter der Münzen, der bremst das so ein bisschen aus. Ne? Weil der Ritter der Münzen, das ist für mich... kommt immer aufs Kartendeck an, aber hier, also der Ritter der Münzen sagt für mich meistens, also in den meisten Kartendecks, das ist eine sehr, sehr langsame Energie, wenn nicht sogar wirklich die langsamste Energie im ganzen Deck. Ja, aber der Ritter der Münzen, da geht es wirklich um die Stabilität, es geht um die Festigkeit, es geht um einen sicheren Boden, den man unter den Füßen hat, ne? Bei einigen von euch spüre ich, dass das auf jeden Fall wichtig werden wird, gerade wenn man es mit so einer feurigen Energie zu tun hat. Gerade wenn es jetzt auch darum geht, dass man hier ein ganz bestimmtes Ziel erreichen möchte. Bei vielen von euch spüre ich, dass nächste Woche euch Nachrichten eventuell ereilen werden in Bezug auf das Thema Beruf, Karriere. Das ist ebenfalls das, was ich hier wahrnehme. Und das sogar schneller als gedacht. Ja, aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die letzte Karte an und da haben wir noch eine Hofkarte, das gibt es doch nicht, okay. Da haben wir jetzt hier den König der Münzen. Der König der Münzen, das ist natürlich eine sehr, sehr stabile Energie, also der ist wirklich sehr bodenständig, der ist wirklich sehr loyal, der ist sehr zuverlässig. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, um was es hier geht. Ich denke, wir werden dann noch die anderen Karten befragen, worum das jetzt hier genauer geht. Es könnte natürlich sein, dass man es in der nächsten Woche mit mehreren Personen zu tun hat.
Entweder wirklich mit einem Feuerzeichen oder mit einem Erdzeichen. Eventuell Stier, Jungfrau oder Steinbock. Das könnte jetzt der Fall sein. Für mich ist der König der Münzen auch immer so eine, ja, so eine Chefenergie oder Vaterenergie, je nachdem. Das könnte wirklich sein, dass man in der nächsten Woche mit einer Chefpersönlichkeit zu tun hat. Auf jeden Fall sehen wir hier auf jeden Fall sowohl zwei Ritter als auch zwei Könige. Und Könige, das ist natürlich die höchste Hofkarte. Also geht es ja wirklich, es ist ja wirklich schon eine sehr, sehr reife Energie. Aber bei den Königen, da geht es natürlich auch um Motivation, da geht es um Führung irgendwo auch, Verantwortung. Ja, also ich habe das Gefühl, nächste Woche geht es wirklich sehr, sehr stark um das Thema Verantwortung. Es geht um Führung und vor allem auch um Stabilität, innere Stabilität irgendwo auch. Ja, es ist wichtig, Ziele zu erreichen, sich Ziele zu setzen und so weiter. Aber vor allem habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass es wirklich eine sehr, sehr schnelle Energie ist. Hier ist es eine sehr, sehr schnelle Energie, eine sehr feurige Energie. Also es könnte sein, zum einen, dass einige von euch es hier mit einer sehr, sehr stabilen Person zu tun haben. Und dann gibt es noch welche von euch oder wie auch immer, ihr habt es ja beide auf jeden Fall mit Personen zu tun. Mindestens zwei Personen. Diese eine Person ist hier so ein bisschen, ja, Chaka und hier, ich schaffe das, ich will das und das erreichen und so weiter und so fort. Und der andere, der ist mehr so, der ist so ruhig, der ist so, ja, ruhiger, langsamer. Also langsamer in dem Sinne, einfach ruhiger, beständiger, ne? Sachte. Und das ist einfach so die Energie, die man hier ganz klar wahrnimmt. Also im Moment ist das hier alles ziemlich interessant. Hatte ich jetzt, glaube ich, selten gehabt, dass jetzt nur Hofkarten gekommen sind. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt mal die Karte, die unten drunter war. Das sind jetzt hier die 10 der Kelche. Und hier geht es schon wirklich um das, ja, Familienleben irgendwo. Hier geht es wirklich darum, dass man sich wirklich sicher und geborgen fühlt. Ja, also bei vielen von euch spüre ich, es gibt da auf jeden Fall jemanden, der stärkt euch wirklich den Rücken. Das ist eine Person, die ist sehr bodenständig, die ist natürlich auch sehr zuverlässig, ist sehr treu auch auf jeden Fall. Der Ritter der Münzen symbolisiert auch wirklich Treue. Also hier ist es wirklich eine sehr, sehr stabile Energie. Und es gibt ja auf jeden Fall jemanden, der da an eurer Seite ist. Ja, entweder im Familienbereich oder euer Partner oder wie auch immer oder bester Freund, Schwester, Bruder, wie auch immer. Das könnte jetzt hier wirklich der Fall sein. Ich habe so das Gefühl, dass das hier unsere oder eure Energie darstellen könnte, der König der Stäbe mit dem Ritter der Schwerter. Dass es wirklich darum geht, dass man hier etwas ganz Bestimmtes ganz, ganz schnell erreichen möchte. Ich habe das Gefühl, dass diese Person oder diese Energie euch da auf jeden Fall so ein bisschen wieder nach unten bringt, euch wieder so ein Stück weit erdet auf jeden Fall. Das ist einfach das Gefühl, was ich hier ganz klar wahrnehme. Ich würde sagen, wir gucken jetzt weiter mit dem nächsten Kartendeck. Und jetzt benutze ich das Secret Language of Animals Orakel. Da bin ich jetzt auf jeden Fall richtig gespannt. Also die Hauptenergie, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was ich hier ganz klar wahrnehme, ist, bei vielen von euch geht es darum, man möchte hier etwas erreichen und das sogar auch sehr, 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 sehr schnell. Ja, man ist ja Feuer und Flamme für etwas. Man möchte dieses Ziel unbedingt erreichen. Man möchte unbedingt, dass etwas klappt. Und dann hat man auf jeden Fall noch im Rücken die Energie der Gemächlichkeit, der Ruhe, der Stabilität, der Festigkeit. Ne, so ein bisschen, also dieses wirklich Stabile, das hat man hier auf jeden Fall im Rücken. Entweder ist es jetzt hier wirklich eine Energie oder es gibt eine andere Person, die dir oder die euch das Gefühl von Sicherheit ein Stück weit auch irgendwo gibt. Ja. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal weiter. Vielleicht werden jetzt hier die Tarotkarten noch ein wenig näher erläutert. Müssen wir mal gucken. Also das ist wirklich jetzt ziemlich interessant. Nichtsdestotrotz, in dieser Legung geht es auf jeden Fall darum, dass man hier wirklich mit den richtigen Menschen zusammen ist. Man ist ja wirklich, man hat ja eine Familie, man möchte eine Familie gründen und so weiter. Man plant für die Zukunft, man möchte, dass etwas ganz genauso funktioniert, wie man es selbst ganz gerne hätte und so weiter. Was ist denn jetzt hier rausgefallen? Das ist jetzt hier. Okay, hier geht es auf jeden Fall um Bewegung. Es geht um Ehrfurcht auch irgendwo. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr zielorientierte Karte. Also die sagt wirklich, ja, ich möchte jetzt wirklich das erreichen. Ich will, dass wirklich jetzt Bewegung in eine gewisse Sache hineinkommt. Ja, also das ist wirklich hier das ist wirklich eine sehr, sehr klare und bestimmte Energie. Na? Und der König der Stäbe, der neigt, also der neigt auch manchmal so ein bisschen zur Dominanz, zu Impulsivität, ne, so ein bisschen. Also es könnte sein, dass das bei einigen von euch eventuell eine Rolle spielen könnte. Möglicherweise haben einige von euch auch es in der nächsten Woche mit einer Person zu tun oder mit zwei Personen zu tun. Die eine ist mehr wirklich stabil,
Es könnte wahrscheinlich ein Erdzeichen sein. Auf jeden Fall eine Person, die wirklich unglaublich reif ist. Die andere oder älter auf jeden Fall auch auf euch, als euch, als du sozusagen, älter als du. Und die andere Person, das ist wirklich jemand, der ist sehr, sehr schnell von der Energie. Der weiß, was er will, der will das erreichen. Ne? Es kann auch sein, dass das dich da stillt. Es kann auch sein, dass dich oder euch die Energie des König oder des Münzkönig begleitet, dass das sozusagen euch darstellt. Ne? Und dass ihr es halt sozusagen mit so einer Energie oder mit so einer Person zu tun habt. Höchstwahrscheinlich sogar Löwe, weil hier ist ein Löwe abgebildet, also es könnte wirklich eine Löwe-Person sein. Jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal weiter. So, was kommt noch nächste Woche? Okay. Oh, sehr schön. Wir haben hier den Panda. Panda, das ist mit Panda bringe ich auch so das Familienleben in Verbindung. Und dafür stehen ja ebenfalls auch die 10 der Kelch. Also hier geht es wirklich um Themen wie zum Beispiel, ja, um Freundlichkeit. Es geht um Zärtlichkeit auch irgendwo. Also dass man wirklich sehr, sehr fürsorglich mit dem anderen umgeht. Hier geht es ebenfalls um Harmonie und es geht um Balance. Und ich finde das ziemlich interessant. Wir haben hier bei den Tarotkarten haben wir ja zwei völlig verschiedene Energien. Einmal haben wir wirklich diese ganz, ganz schnelle, diese euphorische Energie. Eine sehr direkte und schnelle Energie. Und hier haben wir eine sehr gemächliche, sehr ruhige und stabile und feste Energie. Ne? Und ich finde das so interessant, dass jetzt hier der Panda kommt und sagt, es geht um Balance. Es geht also darum, in der nächsten Woche, dass wir für mehr Balance sorgen. Ne? Also falls wir ein bisschen zu träge sind, ne? Falls wir ein bisschen zu langsam sind, zu bodenständig und ne, eventuell zu... Ja, zu bodenständig, eventuell wirklich zu ruhig, zu langsam auch eventuell, dann darf man jetzt hier wirklich mehr in diese Energie kommen, in die Energie der Leidenschaft, wieder mehr in Bewegung kommen oder gewisse Dinge ankurbeln auch eventuell. Ne? Auf jeden Fall wird hier gesagt, es wird jetzt Zeit, dass man diese Energien wirklich in Balance bringt. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass bei einigen von euch, dass es eventuell zutreffen könnte, dass ihr mit einer ganz bestimmten Person so ein bisschen Streit habt. Es ist auf jeden Fall eine Energie, es sind gegensätzliche Energien. Die eine Energie ist mehr bodenständig, mehr ruhig, die andere ist mehr direkt impulsiv und sehr selbstbewusst und sehr selbstbestimmt und so weiter. Ne? Da könnte es wirklich sein, dass da auf jeden Fall, dass da Harmonie einkehrt zwischen den Kräften. Das könnte etwas sein mit einer Person, mit der ihr euch wirklich sehr, sehr viel verbindet. Wahrscheinlich Verwandte, Schwester, Bruder, Mutter, Vater, Tante, Onkel, keine Ahnung, das kann jetzt ja der Fall sein. Oder auch das eigene Kind, man weiß es nicht. Auf jeden Fall spürt man hier auf jeden Fall erstens wirklich zwei gegensätzliche Energien und zweitens merke ich da auf jeden Fall, okay, da kommt jetzt so ein Balance in die Energie, da findet Harmonie statt sozusagen. Ja, da kommt es zu einem Gleichgewicht wieder. Es könnte auch sein, dass es hier allgemein die Energien sind und dass hier keine andere Person eine Rolle spielt. Ne, also es kann wirklich sein, dass es um deine Energien geht. Also falls du zu schnell warst, dann wird hier gesagt, okay, da wirst du in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder ein bisschen ruhiger, beständiger, solider und fester auf jeden Fall in deiner Energie. Und falls du zu festgefahren warst, zu stabil und dich überhaupt nicht vorwärts bewegt hast, dann kommt dir auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder Energie rein. Na, ziemlich interessant. Als nächstes haben wir jetzt hier die Karte, das ist der Falcon und hier geht es um das Thema, um die Themen. Es geht einfach darum, dass man ein ganz bestimmtes Ziel hat und ich habe ja gesagt, einige von euch haben hier ein ganz bestimmtes Ziel, ein ganz bestimmtes Streben, nach irgendetwas strebt ihr sozusagen. Ja, und deswegen ist man da hier wirklich sehr, sehr Feuer und Flamme. Man möchte wirklich, dass das wirklich sehr, sehr schnell vorwärts geht. Aber der Ritter der Münzen und der König der Münzen sagen, okay, es kehrt ein bisschen Ruhe ein. Es kehrt sozusagen ein bisschen, es wird etwas langsamer werden. Ne? Also es könnte, wie gesagt, auch sein, dass sich gewisse Ziele wieder weiter hinauszögern werden. Also wenn es jetzt darum geht, dass du etwas anstreben möchtest, dass du deinen Fokus auf etwas ganz Bestimmtes gerichtet hast, was du erreichen möchtest, einen bestimmten Wunsch, den du wahrhaben möchtest, etwas, was du erreichen willst, ein Ziel und so weiter und so fort, du weißt, was ich meine, dann kann es eventuell sein, dass es da in der nächsten Woche noch zu einer Verzögerung kommen wird. Ja, das kann jetzt der Fall sein. Falls es wirklich so ist, das ist jetzt das andere Szenario, wie gesagt, allgemeines Orakel, falls es jetzt wirklich so ist, dass du zwar ein ganz bestimmtes Ziel hast, du hast ein ganz bestimmtes Streben, also etwas, wonach du strebst,
eine Mission, sag ich mal, hier auf Erden und du weißt eigentlich schon, was es ist. Aber im Moment oder in letzter Zeit hast du eventuell viel zu wenig dafür getan. Dann bekleidet dich auf jeden Fall in der nächsten Woche die Energie des Ritter der Schwerter und des Stab Königs sozusagen. Das ist auf jeden Fall eine Energie, die geht wirklich hier in Aktion. Und Aktion steht übrigens auch wieder hier. Es geht auf jeden Fall darum, dass man in der nächsten Woche wirklich aktiv wird, um irgendetwas Bestimmtes zu erreichen. Aber hier wird trotzdem gesagt, dass man wirklich hier geduldig sein soll, weil für mich stehen die Münzen auch immer so ein Stück weit, ja, für Geduld, für, ja, ruhig Blut, mach langsam, Schritt für Schritt, ja. Das ist die Energie. Und jetzt zeige ich dir noch die Karte, die jetzt hier unten drunter war. Und das ist hier das Luftelement. Und hier geht es um Gedanken, es geht um den Atem und es geht auch um ganz bestimmte Intentionen. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Es geht hier wirklich um ganz bestimmte Intentionen. Man hat hier seinen Fokus auf etwas ganz Bestimmtes gerichtet. Und wo einfach gesagt wird, ja, es kehrt sozusagen wieder Balance ein, es kehrt wieder Harmonie ein. Mit Ruhe und Beharrlichkeit kommt man hier auf jeden Fall zum Ziel. Und also wie gesagt, in der nächsten Woche ist man sehr, sehr euphorisch. Man möchte hier etwas ganz Bestimmtes erreichen. Aber die beiden Karten sagen wirklich, ja, mach einfach langsamer und ne? Es kann sein, dass sich etwas verzögert bei einigen von euch, nicht unbedingt bei allen, aber bei einigen von euch, da spüre ich, okay, es könnte sich das ein oder andere dann doch ein bisschen hinauszögern. Ja. Ansonsten wird hier einfach gesagt, ja, komm wieder mehr bei dir an, erde dich mal wieder mehr. Ne? Komm oder ja, lern einfach mal wieder dich selber mehr zu spüren. Das ist ebenfalls das, was ich hier ganz klar wahrnehme. Gerade wenn es jetzt darum geht, dass man ein ganz bestimmtes Ziel erreichen möchte, das ist natürlich umso wichtiger, dass man die Energie wirklich in ein Gleichgewicht hält. Allgemein habe ich das Gefühl, dass es bei vielen von euch ab der nächsten Woche darum geht, dass euer Leben allgemein jetzt wieder in die Balance kommt. Ja, das ist ziemlich interessant hier, die Energien. So, okay, was ist jetzt hier? Ich habe jetzt schon das nächste Kartendeck in der Hand. Das ist das, warte, ich will nochmal ganz kurz gerade rücken. Das ist das Kartendeck Keepers of the Light von Kyle Gray. So, ja, bei mir muss das immer alles so ein bisschen schön aussehen, ne? So, welche Karte ist jetzt hier gefallen? Das ist ziemlich interessant, guck mal. Wir werden sozusagen aufgerufen, wirklich aktiv zu werden. Es geht darum, dass wir wirklich die Führung übernehmen. Und ich habe gesagt, die Könige stehen für Führung. Also nächste Woche geht es wirklich darum, dass man wirklich hier aktiv wird. Es geht darum, dass man die Führung übernimmt. Ne? Und es geht natürlich auch darum, dass man dem Ruf seiner Seele irgendwo auch folgt. Das ist ziemlich interessant. Also sehr interessante Energien in der nächsten Woche. Ja. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Oh, was ist jetzt hier noch runtergefallen? Göttliche Ordnung zeigt sich hier. Warte, ich bück mich mal ganz kurz. Genau, das ist jetzt hier Lady Portia. Und hier geht es um die göttliche Ordnung. Das, was du fühlst, oder nee, stimmt nicht. Hier geht es darum, dass du wirklich das tun sollst, was sich für dich richtig anfühlt. Und es geht hier ebenfalls noch um wichtige Lektionen, die sich da auftun werden. Ja, also hier wird ganz eindeutig gesagt, wir sollen jetzt in der nächsten Woche wirklich aktiv werden und wirklich das tun, was wir für richtig halten. Ne? Wir haben auf jeden Fall eine sehr stabile Energie in unseren Rücken. Hier der Ritter und der König der Münzen und so weiter. Ne? Wir haben auf jeden Fall Rückhalt, also uns wird der Rücken gestärkt. Das ist auf jeden Fall das, was man wahrnimmt. Und wenn es da kein Menschen gibt bei dir oder so, oder wo du das Gefühl hast, nee, du hast niemanden jetzt wirklich, der dir jetzt hier den Rücken stärkt. Ich habe das Gefühl, dass es dennoch ein Geistwesen gibt, das dir auf jeden Fall schon den Rücken stärken wird. Ja, also auf jeden Fall geht es in der nächsten Woche darum, wirklich das zu tun, was sich für uns wirklich richtig anfühlt. Es geht darum, dass wir jetzt den Ruf folgen, sozusagen. Unten drunter, da haben wir jetzt, bin ziemlich interessant, wenn wir wirklich das tun, was sich für uns wirklich richtig anfühlt. Ja. Wenn wir wirklich aktiv werden, dem Ruf unserer Seele folgen und so weiter, dann kommt es hier wirklich zur unendlichen Fülle. Und Lord Ganesha sagt nämlich, dass jetzt Hindernisse beseitigt werden. Und es geht ja ebenfalls auch, ja genau, es geht ja ebenfalls auch um eine spirituelle Unterstützung und es geht ebenfalls auch um spirituelle Verbindungen. Ja, also nächste Woche geht es wirklich sehr, sehr stark ebenfalls um spirituelle Verbindungen. Also wie ich schon gesagt habe, einige von euch haben wirklich hier einen sehr, sehr starken Rückhalt. Oder beziehungsweise einige von euch vertrauen irgendwo nicht so ein Stück weit. Aber diese Karte sagt, hab auf jeden Fall Vertrauen.
Habe Vertrauen. Es gibt jemanden, der dir den Rücken stärkt oder jemand aus der geistigen Welt sozusagen. Dein Schutzengel kann man ebenfalls sagen. Die Karte, die jetzt bei dieser Karte unten drunter war, war jetzt der Erzengel Michael. Du bist sicher, die Engel sind nah sozusagen. Und es geht wirklich darum, ja, es geht einfach darum, dass man den Himmel jetzt sozusagen vertraut. Also passender könnte es eigentlich nicht sein. Ne? Ziemlich interessant hier das Ganze. Also wenn wir wirklich den Ruf unserer Seele folgen, wenn wir wirklich aktiv werden und genau das tun, was sich wirklich für uns richtig anfühlt, dann kommt es ja absolut zur unendlichen Fülle irgendwo auch. Ja, also ziemlich interessant. Es geht also in der nächsten Woche nicht nur um Gleichgewicht, inneres Gleichgewicht, um Balance, nicht nur darum, dass sich unser Leben jetzt nun wieder ja, ins Gleichgewicht kommt, sondern es geht ebenfalls auch darum in der nächsten Woche, dass wir wirklich das tun, was sich für uns richtig anfühlt. Und das hat bei vielen von euch etwas mit den Life's Purpose zu tun. Oder beziehungsweise geht es um ein ganz bestimmtes Ziel, was du erreichen möchtest. Das kann noch so simpel sein, wie zum Beispiel Ernährung umstellen oder aufhören zu rauchen oder sich besser ernähren oder aufhören mit Netflix zu viel, ne, das kann jetzt ebenfalls der Fall sein. Es muss nicht mal unbedingt die Berufung sein. Ne, das weißt du jetzt sozusagen am besten. Okay, das nächste Kartendeck, was ich jetzt benutze, das ist jetzt auch das vorletzte. Das ist das Wisdom of Avalon Orakel von Colette Baron Reed. Wisdom of Avalon. Habe ich lange nicht mehr verwendet. Ist ein sehr, sehr schönes Kartendeck. Ja, wie gesagt, nächste Woche, man hat ganz bestimmte Intentionen, man hat einen ganz bestimmten Fokus auf irgendetwas gerichtet. Und deswegen werden wir ab der nächsten Woche dazu aufgerufen, dieses auch wirklich zu verfolgen, gewisse Ideen auch umzusetzen, ins Tun zu kommen. Ne? Aber dennoch ist es wichtig, wirklich alles im Gleichgewicht zu halten. Ne? Es ist natürlich auch hin und wieder wichtig, auch mal eine Pause zu machen, weil in einem anderen Kartendeck, der Ritter der Münzen, da hat das sich gezeigt. Oder da saß er einfach da und hat einfach mal eine Pause gemacht. Ne, in irgendeinem anderen Kartendeck, was ich habe. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Also nächste Woche ist es ebenfalls auch mal wichtig, auch mal eine Pause zu machen. Ne? Okay. So, jetzt bin ich gespannt, was sich noch in der nächsten, ja, was sich noch in der nächsten Woche zeigt. Da haben wir jetzt hier die Biene. Übrigens, was mir jetzt gerade einfällt, das hast du jetzt nicht gesehen. Also kannst du mir jetzt glauben oder nicht? Das ist jetzt deine Sache. Aber das Kartendeck jetzt hier, was ich jetzt hier mit den Tieren, also dieses hier, da ist vorhin ebenfalls auch eine Karte runtergefallen. Aber ich habe die erstmal so ein bisschen außer Acht gelassen. Ich dachte mir, naja, wird nichts weiter zu bedeuten haben. Es war übrigens bei diesem Kartendeck auch die Biene. Und die zeigt sich jetzt hier schon wieder. Und Bienen. Da geht es natürlich auch um die Süße des Lebens irgendwo. Aber hier geht es auch um Glück und es geht auch um Fleiß. Ja? Also es geht jetzt bei vielen von euch darum, wirklich hart an etwas zu arbeiten irgendwo. Es geht darum, wirklich fleißig zu sein, damit man wirklich sozusagen einen süßen Sieg erreichen kann, damit man wirklich sozusagen die Fülle des Universums sozusagen bekommt. Das klingt jetzt ein bisschen doof. Damit man sozusagen wirklich auf Deutsch gesagt, na, ich will nicht unbedingt sagen, belohnt wird. Das klingt ein bisschen doof. Also nächste Woche geht es wirklich darum, dass man wirklich fleißig ist, dass man hart an etwas arbeitet, wirklich seine Ideen und Inspirationen, ne, dass man wirklich da ins Tun kommt und gewisse Dinge auch einfach mal umsetzt und dass man wirklich das tun sollte, was sich für uns wirklich richtig anfühlt. Ne? So, wir schauen mal, was jetzt hier noch kommen möchte. So, die Biene. Was kommt noch nächste Woche? Das gibt's nicht. Wir haben hier Falcon, das ist ja irgendwo auch der Falke. Und wir haben hier nochmal den Falken. Und nächste Woche geht es auch um Zeichen, um Omen, um Botschaften, die wir in der nächsten Woche erhalten werden. Also nächste Woche geht es ebenfalls auch darum, dass wir Nachrichten eventuell erhalten werden. Was für eine Nachricht das ist, vielleicht sehen wir das noch. Aber ich habe das Gefühl, es geht irgendwo ein Stück weit auch um Zeichen, um Botschaften aus der geistigen Welt. Und da geht es darum, dass man da wirklich danach handelt oder beziehungsweise, dass man wirklich auf diese Botschaften achtet. Ja. Bei einigen von euch spüre ich, dass es ja eine Nachricht sein wird, die euch auch eventuell ist es bei einigen von euch sogar eine Zusage, eventuell in Bezug auf das Thema Job.
Ne, also falls es so sein sollte, dass du dich irgendwo beworben hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall sehr hoch, dass du eine sehr, sehr positive Nachricht erhalten wirst. Weil wir haben hier die Kombination Biene, was auch für Glück steht, und wir haben hier die Nachricht. Also es könnte wirklich sein, dass sich eine sehr, sehr glückliche, eine sehr positive Nachricht ereilt. Ja. So, eine Karte möchte ich noch für die nächste Woche. Was kommt noch nächste Woche auf uns zu? Nächste Woche. Okay. So, was haben wir hier? Sister, das ist jetzt hier die Erdfee und hier geht es natürlich um die physische Gesundheit, es geht um das Erden und es geht natürlich auch um Foundations, also geht es hier wirklich um die eine gesunde und sichere Basis, um die Stabilität auch irgendwo. Und das ist genau das, was ich vorhin die ganze Zeit gesagt habe. Ne? Es geht wirklich um die innere Festigkeit. Es geht darum, dass man wirklich wieder anfängt, sich selber zu spüren, dass man anfängt, sich zu bewegen, dass man wirklich in Aktion kommt. Falls du wirklich vorhast, oder falls du ein ganz bestimmtes Ziel hast, wie zum Beispiel abnehmen, Ernährung umstellen, wie auch immer, mehr Fitness zu betreiben, dann geht es in der nächsten Woche darum, dass man das auf jeden Fall, dass man da ins Tun kommt, diesbezüglich. Ja, auf jeden Fall scheint das Thema Erdung, ja, das Thema sowohl Erdung, also das Beständige, diese innere Stabilität, als auch das wirklich nach vorne gehen, diese Aktivität, diese Aktion, den Impulse folgen und so weiter. Also da kommt es in der nächsten Woche auf jeden Fall zur Balance. Oder beziehungsweise das möchte wirklich im Gleichgewicht gehalten werden. Ja, das habe ich aber alles schon gesagt. Ziemlich interessant. Ich würde sagen, wir benutzen jetzt auch das letzte Kartendeck, bevor ich dann die Astrowürfel benutze. Also sehr, sehr interessant hier das Ganze. Ich habe auch sowieso das Gefühl, dass Hindernisse werden hier aufgehoben. Also falls es da irgendetwas geben sollte, was euch schwerfällt oder was dir schwerfällt, wo du das Gefühl hast, ich komme nicht vorwärts, ich habe sehr, sehr viel Last mit mir herumzuschleppen oder ich komme irgendwie nicht weiter, ich habe irgendwelche Blockaden, ich weiß nicht mehr, was es genau ist, dann lass dir hier auf jeden Fall gesagt sein, diese Blockaden werden in der nächsten Woche auf jeden Fall aufgehoben. Und in der nächsten Woche werdet ihr oder werden wir auf jeden Fall dann den inneren Drang spüren, wirklich aktiv zu werden, wirklich das zu tun, was sich für uns richtig anfühlt. Also das wird in der nächsten Woche auf jeden Fall Thema werden. Das ist ziemlich interessant hier. Lass mich mal gucken mit dem letzten Kartendeck. Und jetzt benutze ich das Engel begleiten deinen Weg von Doreen Virtue. Da bin ich gespannt. Interessant. Oh wow. Unten drunter haben wir jetzt hier die Karte Sanna. Du bist vor allem Leid geschützt. Das Schlimmste liegt hinter dir. Entspanne dich und wisse, dass du in Sicherheit bist. Wow. Also diese Karte ist auch ein Hinweis darauf, dass das Schlimmste überstanden ist. Ja, und das erinnert mich auch gerade so ein Stück weit wieder an die Sechs der Schwerter. Ich glaube, die hatten wir sogar jetzt diese Woche, ne? Also bei dem jetzigen Wochenorakel, ne? Also davor, das meine ich. Da waren ebenfalls auch die Sechs der Schwerter. Und die sagen ja irgendwo auch so ein Stück weit, dass man wirklich jetzt in ruhige Gewässer zieht. Dass es jetzt ruhiger wird, dass es entspannter wird, dass man das Schlimmste überstanden hat. Ja, hier. Das ist nochmal hier eine Bestätigung. Das Schlimmste ist überstanden. Du bist vor allem Leid geschützt. Ja. Und vertraue hier dem Himmel. Erzengel Michael. Ne? Wow. Das ist echt wunderschön. Und hier haben wir jetzt Fiona. Und hier wird gesagt, da du die Engel jetzt um Hilfe gebeten hast, öffne dich für die göttliche Führung und Unterstützung. Du verdienst die Hilfe des Himmels. Das ist unglaublich. Also nächste Woche werden wir auch auf jeden Fall unterstützt werden. Wir werden Hilfe bekommen in unserem Streben, in unseren Angelegenheiten oder womit auch immer wir jetzt zu kämpfen haben oder womit auch du immer zu kämpfen hast in deinem Leben, in deiner Situation, was auch immer da los ist. Ja, du verdienst die Hilfe des Himmels und es wird sich Hilfe auftun. Ne? Und deswegen ist es da umso wichtiger, dass man einfach mal offen bleibt und wirklich, ja, dass man einfach offen bleibt und vor allem auch Vertrauen hat. Ja. So, was haben wir hier? Adriana, ich führe dich zur Antwort auf deine Gebete. Bitte folge den Schritten, die ich dir durch deine Intuition, Gedanken und Träume mitteile. Wow. Also wirklich, nächste Woche geht es ganz krass um Intuition, ja, um die intuitive Führung. Also ich habe das Gefühl, wir werden in der nächsten Woche wirklich sehr, sehr stark geführt werden über unsere Intuition, über unsere innere leise Stimme.
Ja, und deswegen ist es da umso wichtiger, dass wir uns da, dass wir da Vertrauen haben. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, die Sanna sagt, das Schlimmste ist überstanden. Das Schlimmste liegt sozusagen hinter uns. Ja, also wir dürfen uns jetzt hier sozusagen wirklich entspannen und wissen, dass wir in Sicherheit sind. Jetzt wird es ruhiger werden. Und ich glaube, dass das in der letzten Woche, also jetzt das letzte Wochenorakel, dass das ebenfalls auch die Sechs der Schwerter gesagt haben. Ich glaube, die Karte kam sogar am Anfang, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Also wirklich, das ist unglaublich. Also nächste Woche geht es ganz krass um Zeichen, um Führung, ne? Also hier, die Federn. Federn sind für mich auch mal ein Hinweis ja, auf Zeichen, auf die geistige Welt und so weiter, ne? Wow, interessant. Also wir werden, also einige von euch werden in der nächsten Woche ebenfalls auch angestoßen oder angestupst, um wirklich in Bewegung zu kommen, wenn es darum geht, ein Ziel zu erreichen. Ja? So, jetzt aber die Astrowürfel und da bin ich gespannt. Um das Orakel jetzt einfach mal abzuschließen. Oh, sehr, sehr schöne Energien. Sehr krass auf jeden Fall. So, die Würfel, was kommt in der nächsten Woche? 2. bis 8. August. Was kommt? Das dritte Haus, Widder und Mond. Okay, also wir haben jetzt das dritte Haus, wir haben Mond und wir haben Widder. Widder steht ebenfalls auch für Körper, Geist, Seele. Da geht es irgendwo natürlich auch um unsere, ja, Persönlichkeit, es geht um die eigene Identität, es geht auch irgendwo wirklich um, ja, Widder steht ebenfalls auch für Aktion, etwas, ja, ins Handeln kommen, etwas umzusetzen, für Impulsivität auch wieder, ne? Und wir haben hier das dritte Haus und das dritte Haus, da geht es um Botschaften und es geht um Nachrichten. Nächste Woche kommen eventuelle Nachrichten rein von einer eventuellen Widder-Person und wir haben hier den Stabkönig, ja? Was eventuell auch ein Widder sein kann oder eine mit der Energie sozusagen. Ne? Auf jeden Fall ist es ja eine Person, eventuell bei einigen von euch, wo eine Nachricht von einem Widder kommt oder von einer sehr feurigen Person. Das eventuell sogar sehr, sehr schnell, dadurch, dass er vor dem König der Stäbe, der Ritter der Schwerter ist. Da habe ich ja gesagt, das ist eine sehr, sehr schnelle Energie. Also nächste Woche könnte es wirklich zu einer ganz, ganz schnellen Nachricht kommen bei einigen von euch. Der Mond. Der Mond, da geht es natürlich auch um die Gefühle. Da geht es um die Gefühle, es geht um die Intuition und es geht auch wieder um die innere Führung. Ja, also ziemlich interessant. Es kommen Botschaften, Nachrichten, Zeichen über unsere ja, über unsere Intuition. Ja. Hier. Bitte folge den Schritten, die ich dir durch deine Intuition, Gedanken und Träumen mitteile. Ja, also du bekommst hier auf jeden Fall Führung. Das ist ziemlich interessant. Lass mich mal ganz kurz überlegen, wofür das noch steht. Bei einigen von euch, da habe ich ja, da habe ich vorhin schon das Gefühl gehabt, dass ihr euch auf jeden, dass sich da einiges tun wird in eurer Persönlichkeit, in eurer Identität. Weil Widder steht ebenfalls auch für den Körper, also nee, Widder steht für Körper, Geist, Seele, für deine Persönlichkeit, für deine Identität und das dritte Haus steht ebenfalls steht für den Charakter. Also ich habe das Gefühl, dass in der nächsten Woche, dass sich da einiges tun wird in Bezug auf den eigenen Charakter. Ich habe das Gefühl, da kommt es hier wieder zur Ausgeglichenheit, zur Balance. Da wird irgendwas ins Gleichgewicht gebracht. Oder beziehungsweise wirst du, es kann auch sein, dass du gelassener wirst. Das kann jetzt ebenfalls der Fall sein. Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen, wofür das Ganze jetzt hier noch steht. Nee, mehr bekomme ich jetzt ehrlich gesagt nicht rein. Also wie gesagt, wir bekommen hier Botschaften in der nächsten Woche über die Intuition, auch eventuell über die Träume oder aber wirklich von einer eventuellen Widderperson. Oder es kommt hier eine Nachricht rein von einer Widderperson. Das ist ziemlich interessant. Meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.